Willkommen zurück zu Pillars of Eternity und wir sind immer noch hier in der Burg. Wir machen mal den Levelaufstieg als erstes, würde ich mal behaupten. Fangen wir mal hier mit Delui an. Dong! Und da bimmelt's schon. So. Was haben wir denn bei dem hier? Ja. 6 Punkte. Okay. Mal einen auf Überleben und einen auf Heimlichkeit. Oh, jetzt eine Waldläuferfähigkeit können wir wählen. Ah, cool. Schnelle Zielerfassung. Der Waldläufer geht in einen schnellen, fließenden Offensivrhythmus über, durch den die Genauigkeit verringert, die Feuerrate und die Nachladezeit bei Fernkampfwaffen. Und die Angriffsrate bei Nahkampfwaffen jedoch verbessert wird. Okay. Ob das so gut ist? Minus 7 Genauigkeit. Die empathische Verbindung zwischen dem Waldläufer und seinem tierischen Gefährten fördert einen übernatürlichen Sinn für bevorstehende Gefahren, wodurch viele einen erheblichen Bonus auf Verteidigung. Beide einen erheblichen Bonus auf Verteidigung. Die große Erfahrung im gemeinsamen Kampf ermöglicht es dem Waldläufer und seinem tierischen Gefährten als äußerst effizientes Team zu kämpfen. Feinde, die von tierischen Gefährten angegriffen werden, werden flankiert, wenn der Waldläufer eine Fernkampfwaffe ausgerüstet hat und sich gegenüber dem Z Ah, dann. Ah, dann flankiere ich, obwohl ich gegenüberstehe. Ja, das ist gut. Sinn des Raubtiers verstärkt die tierischen Instinkte des tierischen Gefährten. Oh, wie sind tierisch, tierisch. Des Waldläufers, wodurch sie einen Schadensbonus gegen jegliche Kreaturen erhalten, die einen Zeitschadeneffekte leiden. Ja, das ist auch ganz gut, weil wir die ja immer anschließen. Aber naja, Pfeilsinn. Der Waldläufer kann eine Fernkampfwaffe im Nahkampf nutzen, wodurch er einen Bonus auf Genauigkeit von Fernkampfwaffen gegen ein vom Waldläufer im Nahkampf angegriffenes Ziel erhält. Teuflischer Schütze. Durch die verringerte Angriffsrate und Ladezeit kann der Waldläufer sorgfältiger zielen, wodurch er einen Bonus auf Genauigkeit und Schaden erhält. Das ist, glaube ich, besser. Dann dauert es zwar länger, bis wir schießen, aber dann ballern wir voll rein. Also so scharfschützenmäßig. Ich bin mir nicht so sicher, wie wichtig die Genauigkeit ist, aber ich denke schon für spätere, oder brauchen wir schon. Oder hier, dass wir flankieren. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Müssen wir das immer im Hinterkopf gehalten? Ja, wir nehmen das. Verbindung des Pirschjägers. Keine neuen Talente. Oh, so ist das Leben. Alot, komm ran hier, Kumpel. So. Wissen. Na, der weiß halt viel. So. Klassenfreischalt. Oh, Arcana, Dämpfer, da gibt es ja viele. Irgendwas Offensives braucht er. Arcana, Dämpfer erzeugt ein aus antagonistischer magischer Energie um die ausgewählte Stelle herum, wodurch alle zuträglichen Effekte auf den Feind im Wirkungsbereich aufkommen werden. Kann er zwei machen? Oh, cool. Knisternder Blitz. Der Wirker wird zu einem lebenden Generator für einen mächtigen Elektrizitätsbolzen, der in einer geraden Linie heraus von Wänden abprallt und allem in seinem Weg Schaden zufügt. Ja, das ist natürlich doof. Ich will vermeiden, dass meine Leute davon Bewegungseifer des Verderbens. Der Zauberer nutzt seine Lebenskraft, um seine Geschwindigkeit und Bewegung zu erhöhen, während seine Ausdauer sinkt. Nein. Verwundbarkeiten bloßstellen. Deckt für alle sichtbar die Schwachstellen des Feindes im Kampf auf, wodurch dessen Schadensreduktion, Abwehr und Konzentration verringert werden. Ja, das nehmen wir schon mal mit. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Später, bei starken Gegnern, dann können wir dann gucken und dann, wenn die eine hohe Schadensreduktion haben, dann machen wir ja keinen Schaden und dann ist das ganz gut. Kala, Kotz, geringe Feuer. Ach nee, erstmal Feuerball, Feuerball.
Beschwöre einen Feuerball aus geschmolzener Erde herauf, der über dem Ziel explodiert und bei allen im Wirkungsbereich Verbrennungsschaden verursacht. Das ist auch nicht schlecht. Irgendwas sowas brauchen wir noch. Feuerball. Beschwört einen. Ach nee, hatte ich ja gerade. Erzeugt einen Energieball in der Hand des Zauberwirkers, der auf einen Feind geschleudert werden kann und somit jeden im Wirkungsbereich Verbrennungsfrost, Korrosions- und Elektroschaden zufügt. Die Fäule wird kontinuierlich genährt, bis der Zauber ändert. Ach, es wird kanalisiert, ja. Führt dazu, dass der Zauberwirker versetzt erscheint, wodurch dessen Abwehr und Reflexe für die Dauer erhöht werden. Langweilig. Minoletas ab. Prallende. Beschwört drei Geschosse, die das Ziel durchbohren und auf jeweils zwei zusätzliche Ziele überspringen. Das ist schon mal ganz cool. Ein bisschen AOE. Speit eine schädliche Wolke aus ränziger Fäule hervor, die jeden krank macht. Nein. Das Gesicht des Zauberwirkers wirkt zu einer albtraumhaften, verrotteten Maske aus dem insektenzerfressenen Fleisch. Feinde werden geschockt. Ja, wir haben ja so schon so Schockzauber. Ich glaube, ich nehme den Verwundbarkeit bloßstellen und Minoletas abprallende Fluggeschosse. Das klingt doch ganz gut. Ja, das nehmen wir. Keine Talente erledigt. Sehr gut. Mal gucken, was die hier noch zu bieten haben. So, Wissen. Mechanik wäre ganz gut. Können wir ihm Mechanik geben? Ein. Er ist doch hier unser Mechaniker gewesen, oder? War das der andere? Da gucke ich mal. Er hat Mechanik 4. Stufenaufstieg von Durance abbrechen, ja. Kana hat auch Mechanik 4, aber Kana können wir hier noch ein bisschen. Machen wir erstmal Kana fertig. Scheiße, dann haben wir wieder einen, den wir nicht vergeben, wa? Na, so ist das Leben. Haben wir einen Punkt übrig. Weiter. Klassenfreischaltung. Ein Dutzend standen der Macht des. Ach so, das sind die. Verringert die Dauer von und die Verteidigung gegen Verängstigt- und Erschreckenseffekten bei allen Verbündeten im Wirkungsbereich. Ja, bis jetzt hatten wir das zum Glück noch nicht. Wohin sie sich auch bewegen, hinterlassen Verbündete eine gefährliche Eisspur, was Feinde zum Humpeln bringt und ihnen Frostschaden zufügt. Nee, verringert die Nachladezeit und erhöht die Geschwindigkeit von Fernangriffen aller Verbündeter. Ja! Verringert die Genauigkeit von Absetzangriffen von Feinden im Wirkungsbereich. Das nehmen wir. Das ist gut. Das machen wir. Sehr gut, dann ist er auch schon fertig. Und dann gucken wir mal, was wir bei Durance. Den könnten wir jetzt hier auch noch Wissen reinknallen. Oder eben Mechanik. Ist die Frage, brauchen wir das? Also hier zahlen wir. Ich glaube, dann machen wir mal lieber so. Und geben ihm nochmal zwei Überleben hier. Oder zwei Athletik. Athletik, unser kleiner Meister Yoda, Durance. Weiter. So. Das war's schon. Er kriegt die automatisch. Okay. Alles klar, er kriegt die Freischaltung automatisch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Eda, der will auch was sagen. Fragen wir den gleich mal. Oh, guckt euch das an, wie geil der aussieht, der Eda. Das sieht echt cool aus. So, der gute Eda. Wir ihm das geben, Athletik. Heimlichkeit. Mechanik. Verbrauchsgegenstanddauer ist ja auch gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist immer Mechanik. Fallenschärfungsschwierigkeit, Schlossknackenschwierigkeit, Fallengenauigkeit plus 3. Oder Wissen. Aber Wissen braucht er ja gar nicht. Schriftrollen braucht er ja gar nicht verwenden.
Der Athletik war plus Minimikat. Na, nee, komm. Dann gehen wir hier drauf und sparen uns den einen. Kämpferfähigkeit, energische Verteidigung. Der Kämpfer wird wild entschlossen, alle eingehenden Schläge abzuwehren, wodurch alle Verteidigungen kurzzeitig gestärkt werden. Einmal pro Begegnung. Der Kämpfer widmet all seine Energie der Verteidigung von Verbündeten, verringert die Genauigkeit, steigert jedoch die Abwehr. Ach, haben wir nicht schon so eine Fähigkeit? Eine Schutzhaltung? Naja, mal schauen. Das hier ist so ein. Also, das muss man zünden und das hier wäre. Das. Wir nehmen die Beschützerhaltung mit. Kann nicht schaden. Verteidiger, modal, aktiv. Der Kämpfer übernimmt konservative Kampfstrategien. Schützerhaltung. Ob wir das jetzt noch gebraucht hätten, aber das hier scheint mir ja auch. Der Kämpfer übernimmt eine Kampfstrategie, die sich auf die Abwehr eingehender Angriffe konzentriert. Der Kämpfer erhält einen Bonus auf Abwehr und steigert seine Anzahl an Bindungszielen auf 3, jedoch auf Kosten der Angriffsrate. Der Kämpfer widmet all seine Energie der Verteidigung von Verbündeten, verringert die Genauigkeit, steigert jedoch die Abwehr Verbündeter in der Nähe. Ja, okay, probieren wir es mal aus. Haben wir jetzt geholt, dann ist es so. Er ist halt unser Verteidiger. Jetzt gucken wir mal, was er dazu sagen hat. Strange place for a shrine to Abaddon, Crucible Keep. Maybe it made more sense at some point before it gathered all that dust. And the only thing the Knights of the Crucible worship these days is the nobility, as far as I understand it. Ja, so sieht das nämlich aus. Ich kannte einige Soldaten, die nach dem Krieg von den Schmelztiegelrittern rekrutiert wurden. Sie haben mir etwas darüber erzählt. Sie holen diese jungen Kerle zu sich und erzählen ihnen über Schmiedekunst, Revolution und Tradition. Sie sprechen über den Golem und wie er die Schmelztiegelritter in seiner Schmiede erschuf, um die Unabhängigkeit des Dürrwalds zu erringen. Und dann, nachdem sie ihnen beigetreten sind, stellte sich heraus, dass diese Ritter immerzu nur darüber reden, wie sie als tatsächlicher Ritterorden anerkannt werden können und sie ihre Titel und ihre Ländereien bekommen. Ihr Hochritter möchte gerne ein Graf sein. Abydons Wille sei das, sagt er. Er verfügt über eine Burg und eine Armee. Man fragt sich schon, wie lange er noch warten wird, deswegen in Abydons Namen einen Krieg zu beginnen. Soweit wir wissen, könnte ihm Abydon tatsächlich Befehle geben. Sie scheinen gar nicht so schlecht zu sein. Schließlich sichern sie in Trutzbruch den Frieden. Und die Adeligen. Ja, soweit wir wissen, das ist echt ein guter Einwand, weil man kann ja, ne, vielleicht ist er von der Seele besessen. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Gott seine Anhänger dazu inspirieren würde, ein Chaos anzurichten. Da fragt man sich dann schon, ob wir nicht alle besser dran wären, würden wir ihnen nicht mehr zuhören. Oh, du bist so weise, mein Freund. So, jetzt habe ich ganz vergessen, was wir machen wollten. Ach ja, ich glaube, wir gehen in die Katakomben, oder? Ach, in den Schreibersaal. Kleifer bat mich, Vienna, eine Schülerin der Beseelung zu treffen. Sie hat Forschungsergebnisse zusammengestellt, die Dunstan dabei helfen sollen, die Schmiederitter fertigzustellen. Gut, dann gehen wir in den Schreibersaal. Also wir gehen jetzt mal zum Kupferweg, in den Schreibersaal und dann zum in die Katakomben. Bisschen Action jetzt mal mit so viel erforscht, da müssen wir mal ein bisschen Action machen. Machen wir die Quest mal mit den Katakomben, gucken, ob wir das schaffen. Und wenn wir da durch sind, dann können wir ja nochmal hier Urfeuer ein bisschen erkunden. Da gab es ja noch Sachen, also dieses Haus der Adelige und so. Da wird es ja mit Sicherheit noch so einiges geben. An Quests, was wir abgreifen können. Könnten natürlich auch schnurstracks einfach der Hauptquest folgen, aber da für sowas ist so ein Spiel auch nicht gemacht.
Meiner Meinung nach. Kupferweg annehmen, 15 Minuten. Ja, dann machen wir die Katakomben. Habe ich Bock drauf. Bisschen kämpfen. Also, ich kann ja mal so sagen, mir macht das richtig Spaß, das Spiel. Ich habe am Anfang viele Folgen, so 15 Folgen oder so, fast auf einmal aufgenommen. Ja, das war auch gut, weil ich wollte es natürlich auch spielen und wollte es alles sehen und so. Aber mittlerweile mache ich immer so, dass ich nur alle 2 Tage 2, 3 Folgen aufnehme. Und je nachdem, wie ich halt Zeit habe. Und damit fahre ich erstaunlich gut. Klar, ich muss immer kurz, bevor ich die Aufnahme beginne, nochmal nachgucken, was jetzt als nächstes dran war. Ah, geht zum Schreiberzahl. Finde Vianna. Muss ich natürlich gucken, dass ich dann nicht hier so lange rumsuchen muss. Aber das ist schon entspannt. So nach einem harten Arbeitstag. Hat was. So, Vianna. Hallo. Mal zu Hause. Schreiber, Schreiber, Schreiber. Schreiber. Ist nur Corin. Die ist wahrscheinlich nicht da und wir müssen sie suchen. Aber lass mich raten, sie ist in die Katakomben gegangen. I can do that. Clown. Schneekappe, nee, 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 nee. Den Fax machen wir nicht. Hier, wir fragen ihn mal. God's keep you. Corin, ich suche Vianna. Ich mag Vianna. Vianna heißt sie. Sie redet immer über Metallmänner. Was seltsam ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie keine Schneekappe ist. Er legt die Stirn in Falten. Ich rede auch nicht über Metallmänner. Und ich esse Schneekappe. Egal, jedenfalls ist sie nicht da. Ist nach Ondras Geschenk geflogen. Trifft sich da mit ihrem Freund Besai. Nein, Klessai. Ja, Klessai. Klessai heißt die Freundin, mit der sie sich trifft. Und Ondras Geschenk. In Ondras Geschenk. In einem Haus. Nicht auf einem Boot. Nordhaus. Leeres Haus. In Ondras Geschenk gibt es viele Boote. Wir sollten mal zusammen rudern gehen. Okay. Wo ist Ondras Geschenk? Das wäre... Oh Gott. Wäre meine nächste Frage. Ondras Geschenk. Die Namen sind immer ein bisschen merkwürdig. Oh. Is it very cold? What creatures wander the tundra? How are your leaders chosen? Do you always ask this many questions? Well, that's just to get us started. Let me get out some parchment for notes. Ask whatever you want. If I don't know, I'll make something up. Ja. Cool. Ondras Geschenk. Nee, irgendein Geschenk. Oh Gott, jetzt ist schon wieder. Hier, Ondras Geschenk, ein Haus im Norden. Aha, ja, da könnten wir ja sogar hingehen. Aber wisst ihr was, das machen wir gleich, oder? Wollen wir nicht erstmal in die Katakomben gehen? Ich bin dafür, dass wir in die Katakomben gehen. Ich hab Bock auf die Katakomben. Da können wir ja auch gleich 2 Quests machen. Wir gehen jetzt erstmal in die Katakomben. Wenn wir schon mal hier sind, schauen wir mal. Du warst so lieblich damals hier unten. Lustig. Oh, Leute, ey, da war Ewigkeiten. Waren die Karten damals bei Baldur's Gate auch so groß? Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, dann gehen wir mal hier rein. Oh, sie hat ein Level up. Haha, Saginani hat ein Level up. So, Heimlichkeit und Überleben. 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 Sehr gut. Teuflische Schützin hat sie jetzt. Schnelle Ziel. Ja, genau. Die können wir sie ja auch in einem anderen. Wenn wir ihr die schnelle Zielerfassung geben. Wieso hat sie denn eigentlich Dolch in der Hand? Sie sollte doch mit einem. Oder den. Ich würde, hätte mir als zweites den hier gegeben. Dann nimmt sie das. Passt. Jetzt muss ich aber glatt mal nachgucken. Im Inventar. Hat sie als erstes... Nee, ich möchte, dass sie den Bogen nimmt.
glaube, es hagelt. Ja, und dann gehen wir mal hier rein. So, Katakomben. Ja, sieht das schon katakombig aus. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Müsste hier nicht unten was stehen in dem Feld? Wer weiß das schon? Hier in dem. Oh, eine Seele. Haha, toter Initiierter. Geht schon los. Im Graben ebbt eine zähe Flüssigkeit. Zähe, flüssige, übelriechende Flüssigkeit. Wow. Immer schön ruhig bleiben, Brauner. Was ist hier los? Toter Initiierter, als du dich dem Toten näherst, spürst du die schwachen Rückstände seiner Seele, die von einer überraschten Unsicherheit an Ort und Stelle gehalten werden. Plötzlich stürzt die Seele ohne Vorwarnung auf dich zu, als wärst du ein strahlendes Leuchtfeuer in der klammernden Dunkelheit. Ihre Essenz dringt in dein Bewusstsein ein. Du bist nun in einem anderen Körper. Du scheinst tiefer in den Katakomben, in einer dunklen Robe gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht. Du folgst einem vertrauten Pfad entlang des Kanals zu einem Raum, der um die Statue einer Gestalt herumgebaut ist, die eine ähnliche Robe wie du trägst. Andere waren bereits in Kapuzen und Schattengewand. Vor dir steht eine andere Gestalt, die wie du gekleidet ist und in dieselbe Richtung reist. Du kennst ihren Namen nicht, und so soll es sein. Aus der Dunkelheit ergreift plötzlich etwas Monströses die andere Gestalt. Du wendest dich zur Flucht, stehst jedoch Angesicht zu Angesicht mit einem Troll. Die pochende Panik in deinem Kopf wird von rasiermesserscharfen Zähnen und Krallen unterbrochen. Du wächst dich aus der Erinnerung des toten Mannes auf. Die Leiche liegt auf dem feuchten und dreckigen Boden. Seine Kapuze und Maske fehlen und seine Kleidung sind zerfetzt. Ja, super, ein Troll. Es geht der Mann vermutlich Mitglied bleiernen Schlüssels, wurde auf seinem Weg Katakomben die Verkleidung, die ihn an den Wachen der bleiernen Schlüssel vorbeigebracht hatte, ging verloren, als der Mann von Trollen verschleppt wurde. Okay. Ja, wir müssen mal die Trolle finden. So, und war richtig aufgestellt? Ich denke wohl. Nochmal speichern. Und gucken wir mal hier in die erste Tür. Guten Tag. Ach, alles cheesy. Geringer schwarzer Schlamm. Oh, doch nicht so cheesy. Den kannst du mal hauen. Oder? Passt. Kein Problem. Gesänge bearbeiten. Wie ging denn das? Sänger verbringen im Kampf die meiste Zeit damit, Gesänge zu sprechen. Ja. Ich will ja. Verringert die Nachladezeit, das will ich haben. Haben wir hier schon B? So. Passt. Klicke auf den Gesang, um ihn zuzuweisen. Ja, habe ich doch. Meine Güte. Und klar. Oh, so Schleimsekret. Ich will endlich mal craften hier. Was ist denn los? Grabstein, da steht wieder, ja, die Namen der. Finde ich aber trotzdem ein bisschen immersionsstörend manchmal. Aber finde ich trotzdem toll, dass sie die Möglichkeit gegeben haben, für Baker das so zu machen. I shall be quiet as a calm sea, Oh, ein which Troll. is not very quiet. So. Dann machen wir das mal so. Aufstellung. Und du, mein Freund, pulst. Noch ein Stück. So. Und jetzt alle.
Na so, lieber doch erstmal. Eda hat ja schon reingehauen. Und Arlott. Oh, der haut schon ganz schön rein, der Troll. Trifft ja gar keiner. Was ist da los? Eda, hau den nochmal. Gut, aber eigentlich geht's ja. Hello. 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 Willst du? Ready, Watcher. Jetzt darf sie mal pullen. My bow's ready. So. Eda. Doggy. Doggy. Beo. Okay, jetzt alle drauf. Juhu. Kann ja noch einmal hauen, ja. Anna. Und bam. War ja einfach. Oh, hier ist auch noch einer. Ein bisschen Geld muss sein. Achso, habe ich gar nicht alle ausgewählt. So, ich komme auf Karte. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Zum Tempel. Keep an eye. Wir schleichen uns mal hier durch einfach. Oben geht es auf jeden Fall irgendwo hoch. Vielleicht sollten wir da hochgehen. Vielleicht ganz sinnig. So. Ich stelle mich mal hier hin. Und ich denke, ich habe jetzt keinen Timer mitlaufen, aber ich gucke mal. Ja. Leute, machen wir hier noch einen Cut. Reicht hin. 30 Minuten. Hat hier irgendwer hat mal geschrieben, mach mal bitte längere Folgen. Ich denke, so 30 Minuten plus minus 5 ist okay. Das reicht. Vollkommen hin, weil ihr müsst auch überlegen, ich veröffentliche täglich. Ne? Und ich muss das ja auch irgendwann alles spielen. So ist das ja nicht. In dem Sinne, bleibt main. Schaltet wieder ein, abonniert und was weiß ich auch immer. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.